Hallo Julia. Schönen guten Abend. Genau. Ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Ist ein Pseudonym, das haben ja die meisten Gäste von mir. Ich sage das immer gleich am Anfang so ein bisschen laut und aktiv, damit wir uns das merken. Ja, weil im Redeflow manchmal, ja, habe ich schon einiges erlebt. Weißt du? Genau. Alles. Julia, du hast mir vorhin schon gestanden, du bist ein bisschen aufgeregt, aber das ist, ja, das sind viele hier und ich denke, das kriegen wir eigentlich ganz easy hin. So, schauen wir Fang, mal. genau, fang doch einfach mal damit an, wie wir eigentlich zusammengefunden haben. Was war der Weg heute von dir in diesen Stream? Na, ich weiß nicht, ich hatte mir einige Streams angehört und habe dich dann gefragt, ja, wonach du die Leute aussuchst. Genau. Und mal so Interesse halber, hast du da irgendwelche Vorstellungen, wie ich das handhabe, oder war das einfach nur so gefragt? War eigentlich nur so gefragt. Höflich, warst einfach höflich. Wolltest jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren, sondern einfach höflich Sozusagen, nachfragen. ja. Genau. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Speed. Wirklich immer. Speed, ja, genau. Und wollen wir dein Alter sagen? Du kannst entscheiden, ob du dein Alter jetzt sagen möchtest. Ja, viel zu alt, 34. 34, okay. Wo stehst du heute? Also wie sieht dein Alltag mit dieser Substanz aus? Fang doch mal jetzt an mit dem jetzigen. Also, ich stehe morgens auf um kurz vor 5. Ja, was ich mache, ist eine Bahn ziehen. Gehst du dann auf Arbeit? Dann gehe ich auf Arbeit, Okay. ziehe auch währenddessen und danach. Kann ich fragen, was für eine Art Arbeit? Muss jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber was ist es so? Was für eine Branche? Bürokauffrau. Ah, okay, also auch mit Menschen zu tun. Ja, oberflächlich zumindest, ja. Oberflächlich. Ja, beschreib mir deine Arbeit mal. Also wenn du das sagst, oberflächlich, hast du so deinen eigenen Arbeitsplatz, wo man sich eigentlich auch relativ gut abschirmen kann? Ja, mal Berechnungen, Angebote für ein kleines Handwerkerunternehmen. Okay, ah, okay. Also du merkst schon, wie ich so frage. Ich möchte mal so deinen Alltag mal, deine Peripherie mitbekommen, weil das eigentlich immer das mit das Interessanteste ist. Ja, ein Weil. fiktionaler Alltag, wo man sich das so ja nicht vorstellen könnte. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, ich habe das seit Jahren geschafft, zu integrieren. Und zu verheimlichen? Ja, auch. Ja, ich arbeite mit meinem Partner zusammen, das ist seine Firma, sein Unternehmen. Oh, okay. Ach, okay. Ja. Lässt sich das natürlich, hat man noch mehr Möglichkeiten, währenddessen zu konsumieren. Und dein Partner konsumiert auch. Nee. Aber der weiß davon. Der weiß davon, ja. Der weiß davon. Okay. Also ist es eine akzeptierte Sucht von deinem Partner ausgehend? Ja, er muss es erstmal akzeptieren, weil ich finde auch, dass er zu viel Alkohol trinkt. Und Ah, okay, ja. ja, genau. Somit bleibt ihm eigentlich ja nichts anderes übrig. Wie lange seid ihr schon zusammen? 12 Jahre. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, jetzt sind wir langsam im Korridor, wo es für mich interessant wird. Der Anfang eurer Beziehung, es ist ja noch, ist eine Beziehung, keine Ehe, oder? Richtig. Okay, sagt ja auch was aus, finde ich irgendwie. Muss jetzt gar nicht positiv oder negativ sein, ist erstmal ein Fakt. Ja, genau. Und zu Beginn eurer Beziehung existierten da eure Suchtkarrieren schon? Ja. Ah, okay. Wow, da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen. Also du merkst, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema so ab, aber mich interessiert natürlich auch diese Beziehungsdynamik. Weil das ist ja, ist es eine Co-Abhängigkeit oder sind es zwei Abhängige, die nebeneinander leben? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon seit längerem stelle, ob wir überhaupt zusammen wären, wenn das alles nicht wäre. Aber ihr seid schon 12 Jahre zusammen. Und ich meine, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber ich finde, die stellt sich ja fast nicht, weil ich bin jetzt mal knallhart, weil letztendlich dieser regelmäßige Substanzgebrauch, sage ich es mal, ja schon so Alltag ist, dass es ja zu eurem Leben und zur Persönlichkeit ja anscheinend schon fast dazugehört. Ja. Aber es findet immer noch in dir der Kampf statt, so nach dem Motto, was wäre, wenn? Richtig.
auch dich betreffend. Wie wäre ich heute ohne die Jahre voller Pep? Richtig. Ja. Könnte man Das auch, ja, und doch schon, ja. ja, naja, und ich denke auch, wisse, ich versuche ja immer erst mal am Rand, Anfang rauszufinden, warum kommen die Leute zu mir. Und was ich immer wahrnehme, und das trifft ja auch oft zu, es ist ja schon ein Leidensdruck dahinter. Ja, weil ich denke, das beschäftigt dich halt extrem. Und da würde ich gerne mal wissen, wie das so dich antreibt, was da so für Kämpfe in dir stattfinden. Nimm mich doch mal mit. Ja, also so die ganze Beziehung eigentlich hat zu einer Zeit stattgefunden, wo ich noch arge Selbstzweifel hatte, Selbstkomplexe, ja, ob ich denn überhaupt normal bin oder nicht. Wie meinst du das? Naja, durch meine Kindheit und Ah, ich dachte, Mobbing. genau, ich Dann dachte schon, ganz es geht in die Richtung. Okay, weiter, weiter. ah, ist halt schwierig. Was ist schwierig, jetzt darüber zu reden oder allgemein Ja, alles? erstmal das und die Beziehung, weil ich da arg dran zweifle. Und wenn ich doch mehr Selbstbewusstsein hätte, wäre ich doch da wahrscheinlich ja nicht mehr. Ja, wären wir bestimmt nicht mehr zusammen. Okay, also das sind jetzt auf einmal ganz, ganz viele Informationen gewesen, also wo ich schon tausend Fragen hätte, aber ich merke schon, wir müssen ja ein bisschen behutsam sein. Also ich will dir einfach auch sagen, du entscheidest ja, was du erzählst, was du preisgibst, und das ist ja kein Zwangskontext hier. Ja, das muss ich immer mal sagen, und wenn ich eine Frage stelle, wo du sagst, nee, da will ich es auch einfach gedanklich nicht hin, weißt du, dann sag das einfach, ist völlig legitim. Ja, fangen wir doch einfach mal bei der Beziehung an. Und weil ja, ich sehe schon diese absolute Symbiose aus dieser toxischen Beziehung mit dieser chemischen Droge. Da können wir jetzt richtig in die Tiefe eigentlich gehen. Ja. Wie meinst du denn, hat dich Pep verändert? Was hat es dir genommen? Fangen wir mal so an. Tja, jegliche Gefühle und Emotionen. Es macht kalt, stumpf. Ja, also zu Anfang hat es mich halt selbstbewusster gemacht, den Kontakt irgendwann gefunden, fand es gut, dann kam die Beziehung. Ja, habe schon relativ früh eigentlich dran gezweifelt, aber war halt froh, jemanden zu haben, hatte Angst, alleine zu sein, Angst vor Ablehnung. Alles bedingt durch die Erfahrung deiner Kindheit und Jugend, nehme ich an. Ja, bleib mal, Irgendwann kommt man nicht ja, mehr raus. bitte. Und irgendwann kommt man da halt nicht mehr raus. Man denkt das. Ja, Man vermutlich. denkt das, ja. Also, weil wenn du das akzeptiert hättest, würdest du heute nicht mit mir sprechen, weil in dir ist ja immer noch ein Funken und oder ein Feuer, was brennt, was sagt, nein, ich gebe noch nicht auf, es muss noch was anderes geben. Richtig. Genau. Bitte? Man will leben und man will auch ein bisschen, ja, glücklich sein. Na, ich sag mal so, man will eben nicht nur überleben, sondern man will leben, ob das jetzt emotional oder körperlich ist. Ja. Aber gut, da haben wir ein Riesending vor uns. Ich merke das schon. Und wir tasten uns ja langsam ran. Und ich meine, du weißt, wie das auf dem Kanal läuft. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wenn du einfach auch sagst, was weiß ich, nach einer halben Stunde, du, das reicht mir heute, ist es auch völlig legitim. Wir können das gerne bei anderen Streams weitermachen, weil, also was ich auf diesem Kanal schon erlebt habe, ist, dass es auch einfach durch diese Gespräche, die wir gerade haben, wie ich gerade mit dir, es massive Veränderungen gab in dem Leben der Leute, ja. Und ich denke, ja, eigentlich willst du drüber reden. Und du hast es noch nicht wirklich so, ja, offen, konfrontativ gemacht. Und wir sind einfach im Schutz der Anonymität, und darum ist es eigentlich safe. Ja, ich denke halt immer viel zu viel drüber nach, über mich denken, wenn ich irgendwas sage. Und irgendwann sagt man lieber ja nicht mehr. Du bist verstummt. Sozusagen, ja. Gibt es denn Kinder? Nein. Nein. War auch Also, nie, war nie ein Thema. immer wichtig, wenn ich Kinder kriege, dann muss das halt ein Ende haben, vorher. Finde ich gut. Also ich sag mal, diese Courage, diesen Stolz hast du. Auf Zu jeden Fall. sagen, da ziehe ich nicht Unbeteiligte mit rein in meine, ja, ich will es nicht kaputt sagen, aber ja, schon belastete Welt. Ja, Ja. richtig.
Was hindert dich daran, einfach zu gehen? Die Angst, was danach kommt? Ist dein Partner gewalttätig? Nein. 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 Was ist dann die Angst, was danach kommt? Es kann ja nur Befreiung sein, wenn ich das so höre. Ja, hängt ja schon an mir dran, sei es meine Arbeit oder auch, dass ich dann ganz alleine bin, weil über die Jahre hat man sich natürlich von allen anderen Freunden distanziert, keinen Kontakt mehr. Ja, es wird nicht einfach werden. Ja, und also ich sehe gerade zwei große Baustellen, die eigentlich eine sind. Ja, das ist das Schwierige gerade in der ganzen Geschichte, dass du eine manifestierte Sucht hast, die verbunden ist mit einer toxischen Beziehung. Ich nenne es jetzt einfach mal so, also was ich halt so wahrnehme. Und toxische Beziehung heißt ja nicht, dass das alles nur negativ ist, sondern dass man gegenseitig in Abhängigkeiten ist, die letztendlich beiden nicht gut tun. Ja, und es fehlt einfach der Glaube daran, sich aus solchen Geschichten emanzipieren zu können. Und ich weiß, es ist möglich, weiß aber auch, dass ich nicht in einer Situation stecke und dass das auch leicht gesagt ist. Ja, weißt du? Aber ich meine, tief im Herzen weißt du ja, die Jahre ziehen vorüber, das Leben ist kurz. Das ist richtig, ja. Ja, und besser werden wird es ja nicht. Nee, das ist wohl wahr. Deswegen arbeite ich da auch dran und Wie mache denn? jetzt. Wie denn? Wie arbeitest du dran? Na, erstmal habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe jetzt Kontakt zu einer Beratungsstelle aufgenommen. Bezüglich der Sucht. Ja, weil, bevor ich das nicht in den Griff kriege, wird auch alles andere immer so weiter. Ja klar, weil dann das primäre Thema eben die Suchterkrankung ist und nicht eigentlich das Essentielle. Deine Seele. Ich bin ja völlig bei dir. Wie willst du deine Seele retten, wenn sie noch besetzt ist mit dem Zeug? Richtig. Ah. Und wie läuft's denn so mit der Suchtgeschichte, mit der Suchttherapie? Ja, ich weiß, gut, das hat gerade mal angefangen. Ich hatte jetzt vier Kontakte zu der Beratungsstelle. Aber die hat mir auch gleich gesagt, dass das wahrscheinlich auf eine Entgiftung hinausläuft und auf eine Therapie. Ja. Ja, aber nur das ist der Weg. Ja, ich weiß. Weil, guck mal, das ist doch ganz typisch. Und das ist ja überhaupt keine Verurteilung für dich. Man hofft ja als Süchtiger immer, dass man das doch den seichtesten Weg gehen kann, wo doch eigentlich alles so bleiben kann, wie es ist. Und ich bin dann einfach nur frei von der Droge. Das denkt man halt so. Aber. Ja, dessen bin ich mir schon bewusst, dass es so einfach nicht werden wird. Und du hast Angst davor. Ja, doch schon ein bisschen, ja. Aber ist es denn nicht eine positive Angst? Wenn man das so sagen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, schlimmer kann es nicht werden, nee. Ja, eben. Was hast du noch zu verlieren? Frag mal doch mal so. Was Ja? hast du denn zu verlieren? Nichts. Außer die toxische Partnerschaft und einen Arbeitsplatz, oder? Wenn man's, also was ich verstehen Ja, kann. mein Arbeitsplatz, das ist richtig, wobei ich glaube, der, ja, du bist schon, dass das funktionieren würde, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Und jetzt mal ganz, also pass mal, oder jetzt mal ganz anders betrachtet, ja? Ist es nicht möglich, dass ihr beide euch einfach mal an den Tisch setzt und sagt, pass mal auf, eigentlich läuft das zwischen uns beiden nicht, aber ich will auch nicht, dass ihr alles zusammenbricht, können wir uns irgendwie kompromissen? Also mal ein ganz offenes Gespräch, ist das nicht möglich? Ja, ich weiß nicht. Er ist sehr anhänglich und ich. Okay, er ist emotional abhängig von dir. Ja. Und du aber nicht von ihm mehr. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, weil er dir leid tut oder sowas in der Richtung. Ja, na, ich komme da halt einfach nicht raus, weil ich halt Angst habe, dann ohne Job dazustehen und ganz alleine dazustehen und dann wieder neue Leute kennenzulernen. Sowas fällt mir ja sowieso schwer. Du Jemand drehst dich im Kreis, ja? Bitte? einen gemeinsamen Freundeskreis haben wir, also von daher. Nee, Wie aber läuft? pass mal auf, man geht ja immer nur vom Worst Case aus. Du beschreibst gerade das absolute Horrorszenario. Ja? Dass du deinen Arbeitsplatz verloren hast nach so einer Trennung, nehmen wir mal an, die passiert jetzt, dass der gesamte Freundeskreis wegbricht, dass du allein in irgendeiner fremden Wohnung dann sitzt und ich meine, das muss ja alles nicht so passieren, weißt du?
Das ist richtig. Ich meine, alleine bin ich ja eigentlich sowieso schon. Eben, das meine ich doch. Du bist doch eigentlich in der Seele, im Herzen doch allein. Du bist doch allein. Ja, und was dich umgibt, ist ja, weiß ich nicht. Das klingt für mich halt nach einer ganz einseitigen Geschichte, wo du eigentlich nur gibst und gibst und von deiner Peripherie eigentlich nicht das zurückbekommst, was du eigentlich brauchst. Richtig. Ja, dann ist doch alles klar. Also, entschuldige bitte, ich versuche ein bisschen Lockerheit einzubringen. Weißt du, was ich meine? Da, aber es ist halt schwer rauszukommen, weil die Lumpe hat sich halt auch ins Gehirn eingefressen, sag ich mal. Und Was läuft gibt dir, ja. was gibt dir denn Speed noch? Es ist doch nur noch Gewohnheit. Ja, was gibt's denn? Was gibt es dir denn? Kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ja, weil es Außer dir eben gar nichts mehr gibt. Das ist nur noch die blanke Gewohnheit und ich weiß doch, wie es ist. Weißt du, du hast es doch vorhin auch schon gesagt. Es gab eine Zeit, die Anfangszeit, wo es einfach echt gepusht hat, wo es auch eine Bewusstseinsveränderung hatte, wo man dann happy und outgoing war, aber die Geschichte war doch nach spätestens 3 Jahren komplett vorbei. Ja? Und dann ist nur Sklave diese Substanz geworden und ich finde das gerade ganz, ganz wichtig, dass du auf so eine spontane Frage, was gibt es dir eigentlich noch? Weil es gab mal eine Zeit, wo es dir was gegeben hat, das wollen wir nicht bestreiten. Ja? Aber das ist Jahre her. Das ist Jahre her. Fast Jahrzehnte her, ja. Richtig. Genau. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, dass du jetzt aufspringst und sagst, Yippie, ich ziehe morgen kein Pep mehr, aber ich finde es einfach mal wichtig, dass man sich ganz bewusst werden zu machen. Ja? Eigentlich behindert es mich nur Ja. in meiner persönlichen Entfaltung. Ja, das weiß ich auch, das ist ja das Schlimme, aber das Gehirn läuft ferngesteuert und Glaube ich nicht, dass das Gehirn ferngesteuert läuft. Sicherlich gibt es einen Suchtdruck, sicherlich, aber du bist ja eine mündige Bürgerin, du bist ja ein mündiger Mensch, der seine eigenen Entscheidungen trifft. Also ich würde dich das nicht kleiner machen, als du bist. Das sagt die Sucht dir, das sagt die Substanz dir, dass du so ein Opfer bist, dass du das nicht mehr schaffst, aber das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Ja, und es geht auch gar nicht darum, dass du jetzt von heute auf morgen abstinent wirst, sondern man könnte ja damit anfangen, mal ein Drittel kleinere Lines zu legen. Keine Ahnung. ja, das funktioniert nicht. Also Gut, entweder. dann hopp oder top. Dann halt Entgiftung und Vollgas und Therapie. Und wenn das der Weg ist, dann muss es so sein. Ja, und was hast du zu verlieren? Ich muss doch mal sagen, ich denke mir, du wirst aufblühen geistig, wenn du einfach mal aus diesem toxischen Umfeld, in dem du gerade lebst, und das ist das Zuhause, das ist die Arbeitsstelle, das ist die Partnerschaft, das ist deine Suchtgeschichte, weil das ist doch alles besetzt mit negativen Energien und Erfahrungen. Ich denke, du kannst dir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, auf einer Entgiftung mal 3, 4 Wochen in einem anderen Setting zu sein, mit einer klaren Birne. Ich meine, vielleicht ist das ja auch ein wirklicher Durchbruch. Ich war ja vor ein paar Jahren schon mal 1,5 Jahre komplett, wo ich aufgehört habe zu kiffen, habe ich auch keinen Speed gezogen. Aber irgendwann ist es doch wieder zugekommen, weil einfach nur aufhören, das funktioniert nicht. Man muss da, glaube ich, schon an den Hintergründen arbeiten. Genau, und die Hintergründe sind, dass du Angst hast, allein zu sein, dass und ja klar, und da gehört einfach also Entgiftung ist die eine Ebene, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn es wirklich eine gelingende Suchttherapie ist, muss da eigentlich parallel auch eine psychotherapeutische Geschichte laufen, wo einfach auch über die Trigger und Ursachen geredet und aufgearbeitet wird, die dich dahin gebracht haben. Und die kennst du ja, aber ja, tut, ich weiß nicht, was dir alles widerfahren ist, aber ich ahne schon, dass es eine ziemliche Hausnummer auch ist. Ich habe ja schon viele Leute auf dem Kanal ja gehabt, die Ähnliches berichtet haben. Es muss eine Konfrontation mit der Vergangenheit geben. Ja, weil, das habe ich auch mit schwersten Missbrauchsopfern ja schon besprochen und die haben das auch bestätigt, weil es dann eine Loslösung von den Tätern gibt. Ja, so schlimme Sachen sind mir nicht Ne, widerfahren. Moment, banalisiert das nicht. Es geht nicht darum, dass du vergewaltigt wurdest oder sowas, aber wenn ich schon sowas wie Mobbing höre, das sind ja auch Täter. Weißt du? Ja, ist richtig, ja. Ja, und Opfer haben oft die Angewohnheiten, ich war ja selber auch ein Opfer
Ich bin ja auch ins Koma getreten worden und so. Die Taten, die ihn widerfahren sind, zu banalisieren, warum auch immer. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man sagt, einfach auch sagen kann, ihr wart die Täter, ihr habt mich tief verletzt, das hat mein Leben verändert, aber ich habe es akzeptiert und ich werde mich da rausarbeiten. Das finde ich den ersten Schritt überhaupt. Akzeptanz, darum geht's. Ja. Ja, die Sache habe ich auch mittlerweile akzeptiert. Kinder können böse sein. Müsst ihr mal was darüber erzählen, so ein bisschen, was da so abgegangen ist? Ja, darüber weiß ich tatsächlich nicht allzu viel. Ich hatte schlimme Neurodermitis als Kind. Meine Mutter war meine Kindergärtnerin, was auch nicht gerade Oh, positiv okay. ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Vater war Lehrer in meiner Schule. Ja, okay. Heißt, ich wurde immer beschützt im Kindergarten und irgendwann. Okay. Ah, du hattest gar keine Chance, sage ich mal, so selber dich zu entwickeln. Ja, sozusagen. Und irgendwann. Sozial, weil es immer in Watte gepackt war. Ja, richtig, genau. Und irgendwann sind wir dann als Kindergartengruppe in die erste Klasse gewechselt. Und ja, Kinder sind ja auch nicht doof, ne? Ja. Ja, und am ersten Tag mussten wir uns alle die, oder sollten wir uns alle die Hände geben. Und dann haben die nur gesagt, nee, die schimmelt, gebt ihr nicht die Hand. Und ja. Das ist ja mies. Die schimmelt. Neurodermitis, das war ein Schlag in die Fresse, oder? Ja, und das ist eigentlich auch meine einzige Erinnerung so an die Grundschule. Alles andere, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja. Wieso? Du hast die ganzen 4 Jahre verdrängt. Ja, also, Waren die so furchtbar? das weiß ich nicht. Aber ich weiß davon halt nicht. Generell auch vor der Grundschule, von der Neurodermitis, weiß ich alles nur von Bildern und von Erzählungen. Warum ist das so, denkst du? Würdest du sagen, ist es eine Verdrängung? Ja, vermutlich. Ja, okay, gut. Also ich weiß ja nicht, ob das normal ist, wenn man so Nee, wenig. ich würde sagen, nein, ist nicht normal. Ah. Aber wir werden ja auf keinen Fall in ein therapeutisches Level eindringen, das will ich auch absolut vermeiden, weil das ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Aber so ein bisschen an der Oberfläche, so wie eben, kann man es ja mal kratzen und das war es jetzt auch von der Tiefe her. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, weil, also ich kann nur sagen, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, auch an Kindergarten, natürlich jetzt nicht an jeden Tag und jedes Jahr, aber es gibt Momente, wo ich genau weiß, da war ich im Kindergarten, das und das ist passiert. Also ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Ich bin ja ein DDR-Kind gewesen und da war ein Bäcker bei uns, um das Gespräch mal ein bisschen aufzulockern, da war ein Bäcker bei uns um die Ecke und da haben meine Eltern immer noch, haben immer halt früh für mich so Kuchen geholt oder so für den Kindergarten. Okay. Und an diesem Tag, an den ich mich erinnern kann, hatte ich Mohnkuchen mit. Und als ich als Kind in diesen Mohnkuchen biss, merkte ich, dass ich auf etwas drauf biss. Und ich mach's kurz, es war das Hinterteil einer Maus mit Schwanz dran. Mir das sehen. Ja. Seitdem esse ich keinen Mohnkuchen mehr. Das ist verständlich, ja. Ja, genau. Das als Beispiel, dass solche Sachen bei mir noch eigentlich wie ein Foto da sind. Weißt du? Okay. Okay, gut. Haben wir geklärt. Finde ich auffällig, muss ich jetzt mal sagen. Gar nicht positiv, negativ ist, ja, man denkt drüber nach. Denkt man, okay, fällt mir auf irgendwie. Okay. Schule? Wie war Schule? Also Oberschule dann so? Ja, auch da, also wie gesagt, Grundschule und die ersten Erinnerungen fangen, glaube ich, so 8., 9., 10. Klasse an. Wow. Okay. Zwei, drei Freundinnen, gute Freundinnen. Wenn ich die nicht gehabt hätte, keine Ahnung. Aber die gab es wenigstens. Warum war dein Leben so scheiße? War scheiße? Ich weiß es nicht. Na, wenn du sagst, also das ist gerade auffällig für mich, wenn du sagst, wären diese zwei Freundinnen nicht gewesen, dann würde ich sagen, untergegangen. Ja, Wa vermutlich. warum? Warum? Weil ich nie gelernt habe, mich selbst zu verteidigen. Weil alle immer überfürsorglich waren, seit meine Mutter als Kindergärtnerin oder auch die anderen im Kindergarten. Ja, dann lernt man sowas, glaube ich, nicht. Also wenn man dich so gesehen hätte, ich will es mir einfach nur vorstellen, ja, wärst du so eine stille, introvertierte Person gewesen. Ja, okay. Okay, auch so jemand, die sich versucht, so ein bisschen unsichtbar zu machen auch. Ja, Du weißt, was ich damit meine. bin ich auch jetzt noch, ja. Ja, bist du okay, ja. So ganz zurückgenommen, so okay. Ja, nicht auffallen.
So ungefähr, ja. Okay. Dir fehlt so das gesellschaftliche Korsett. Ja, so könnte man das nennen. Ja, also ich meine, weil die Welt da draußen ist mies, die ist auch unfair und man braucht einfach auch schlechte Erfahrungen, um auch, ich sag's mal so, um auch ein bisschen abzustumpfen, damit nicht jeder minimale Angriff sofort absolut ins Herz geht. Ich glaube, über das Thema reden wir gerade jetzt hier, kann das sein? Das ist richtig, ja. Ja, okay, das ist sehr interessant. Also über Fürsorge hat dich letztendlich sozial eingeschränkt. Richtig, genau. Ich habe auch meinen Eltern nie was gesagt, dass die da so eine Sache zu mir in der Schule gesagt haben. Von daher habe ich das von Anfang an alle mich reingefressen. Und irgendwann ging es nicht mehr und da war Speed der Ausbruch. Na, oh, wann habe ich denn halt angefangen mit meiner besten Freundin alles auszutesten, ja. War das für dich eine Art Rebellion? Ja. Ja? Würdest du so sagen? Okay, ja, das klingt danach. Also, ich sag mal, man hat dir nicht das Handwerkszeug mitgegeben, so expressiv dich auszudrücken, aber es war der Drang da, doch von dieser Welt mehr mitzuerleben. Kann man das so sehen? Ja, das Ja? kann man durchaus so sehen, ja. Und die Substanzen waren Dinge, die nicht gefragt haben, die einfach da waren und über die du verfügen konntest und die auch keinen Vorteil haben. Ja, genau. Sehr philosophisch gerade, finde ich. Ja, also finde es gerade sehr interessant, wie wir uns der Sache annähern. Also, ja, finde ich gerade sehr gut. Ist ja fast ein psychoanalytisches Gespräch schon, ne? Geht gar nicht um Speed in dem Sinn. Und ich finde es aber gut, dass wir eigentlich über das Hauptthema reden, ja? Ja. Das Hauptthema, weil damit hängt ja Speed zusammen. Und wie lange ziehst du hier Speed? Also das erste Mal habe ich es, glaube ich, mit in der 10. Klasse mit 15, 16 gezogen. Habe meine Ausbildung und meinen Führerschein auf Speed gemacht mit 19. War dann mal circa 2 Jahre weg davon, weil eine schiefgelaufen ist. Was Dann denn? Was ist denn schiefgelaufen? habe mein Abi abgebrochen, ich habe meine erste Ausbildung abgebrochen. Wegen Speed? Na, nee, wegen Mumpeln und was wir damals nicht alle genommen haben. Im Mumpel meinst du Ecstasy ist damit? Ja, genau, richtig. Okay. Ja, und dann habe ich das halt nicht mehr hinbekommen. Und oh. Ja, musste man dann erstmal einen Cut machen, dann habe ich nur noch gekifft. Hoch sehr viel. Ja. Ein Studium habe ich abgebrochen, ein zweites Studium habe ich abgebrochen. Eieiei, meine Liebe, also darunter leidest du natürlich. Abi gemacht und ich habe eine Ausbildung gemacht. Also. Aber du hättest locker studieren können, wenn nicht die ganzen Geschichten gewesen wären. Ja, richtig. Das bereust du heute. Tut bereue ich, ja, natürlich. Klar. Ganz schöner Ballast, meine Liebe. Ganz schön viel passiert, ganz schön viel da. Trotzdem, ja. Also wir müssen einfach nach vorne blicken, ja. Wir müssen schauen, wie geht's jetzt weiter. Sag doch mal ganz konkret, wie geht's jetzt weiter? Was passiert noch die nächsten 2 Monate? Ja, also ich bin jetzt mit meiner Drogenberaterin so verblieben, dass ich jetzt erstmal zum Hausarzt gehe, mir diesen komischen Befundbericht ausfüllen lasse. Wird alles so weitergehen, wahrscheinlich. Also wir müssen da dranbleiben. Ja, also ich würde dich da gern begleiten auf dem Weg. Also du musst einfach mal schauen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt, aber wenn so nach dem Stream, wie es dir damit geht, wie es dir damit ging, ja, das kann man erst immer so 1, 2 Tage später sagen, aber also ich biete einfach dir diesen Kanal und diese Plattform hier an, um da auch, was machen wir gerade? Wir machen ja ein Reflexionsgespräch. Mehr ist es ja nicht, ja? Wer bin ich denn? Ich bin hier jemand, der sich das anhört und der seine Meinung dazu sagt, weil mehr ist es ja wirklich nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man tun kann, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich jahrelang nicht getan. Hast du ja nicht getan. Also ist für dich eine Art Premiere, eine Art Outing irgendwo auch, oder? Ja, sozusagen, weil Ja. ja, das weiß niemand. Ich glaube, niemand würde mir das zutrauen, wenn man das sieht. Ich möchte es dir auch einfach sagen, ich meine, ich kenne deinen Instagram-Kanal und habe dich ja auch gesehen, ein paar Fotos sind ja da. Also
Du, das ist, das, ich weiß genau, was du meinst. Das ist eine absolute Diskrepanz zwischen dem Erscheinungsbild, was ich auf den Fotos sehe, und dem Geheimnis, was du hast, so nenne ich es mal jetzt. Ja, na, ich wohne ja auch noch mit meinen Eltern zusammen auf Oh, okay. dem Grundstück meiner Eltern, meiner Oma, Opa. Ja. Ist natürlich auch interessant, dass du immer noch in diesem Setting bist. Da werde ich auch mal bleiben, weil Warum? das habe ich geerbt, das Grundstück, das Haus. Das hast du geerbt, das heißt, deine Eltern sind tot? Nein, aber meine Oma Ach sozusagen, so. meine Eltern wohnen hier natürlich noch. Also okay, also da muss man es mal sagen, also wenn es einen Weg hinaus geben sollte aus diesem Level, auf dem du gerade bist, muss es an diesem Ort passieren. Auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Meine Eltern einweihen. Also okay, ja. Aber du, genauso wird es laufen. Es wird, wenn es eine Veränderung gibt, dann wird die nur fundamental sein können. Ist richtig, ja. Alles andere ist Dünnbrettbohrerei, das kannst du dir gleich sparen. Brauchst du gar nicht machen. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Bist du dir das wirklich? Bin ich mir wirklich, ja. Okay. Aber ich habe meinen Eltern schon genug Sorge bereitet. Von Ja. daher ist mir das, fällt mir das sehr schwer. Aber ich muss dir sagen, pass auf, das ist doch keine Sorge bereiten, wenn man sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, ich muss euch was erzählen. Keine Geheimnisse mehr. Das und das ist mein Leben. Und das geht doch gar nicht darum, hier jemanden eine Schuld zuzuschieben und das zu werten. Ich glaube sogar, dir wird eine Riesenlast von den Schultern fallen. Wahrscheinlich wird es so sein, ja. Absolut, weil, by the way, meine Liebe, um mal wieder ein Bibelzitat zu missbrauchen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ja? Also ich wäre immer vorsichtig mit irgendwelchen Verurteilungen von Menschen, weil jeder hat Leichen im Keller und ich muss, und ich bin ja auch jemand, der sich öffentlich geoutet hat, für mich ist das eine absolute Stärke, ja? Wenn man zu seinen ehemaligen Schwächen oder seinen Verletzungen steht und wenn man das wirklich wahrhaftig macht, ist das eine Stärke. Und dann hast du auch einen Panzer, denke ich mir. Weil wer will dir das nehmen? Weißt du, was ich meine? Wer will dir das nehmen? Das hast du, eine Offenbarung ist das. Das soll dir erstmal jemand nachmachen. Weißt du? Also ich kann dich da nur bestärken. Du merkst schon, ich bin ja schon richtig, ich peitsche dich schon richtig ein. Richtiger Motivations-Call ist das hier. Ich meine das aber ernst. Ja, Weil richtig, ja. ohne Aber es Scheiß. ist schwierig. Ja, gut, schön. Ist schwierig, ja. Es hat da keiner gesagt, dass es einfach wird. Ja. Aber bitte schau dir doch mal dein Leben an. Soll das 20 Jahre so weitergehen? Nein, um Gottes Willen Naja, so. dann müssen wir das so machen. Dann musst du das so machen. Und ich sag dir eins, ich glaube, du stellst es dir schlimmer vor, als es ist. Es ist durchaus möglich, ja. Und ist es nicht vielleicht sogar eine Emanzipation aus den Abhängigkeiten zu deiner Mutter und deinen Eltern heraus, dass du vielleicht ist das, weißt du, das ist so ein Outing auf so vielen Leveln. Vielleicht ist es dann auch die kleine Julia, die sagt, so, jetzt entscheide ich mal für mich und jetzt sage ich, wo es mir weh tut und wie es mir damit ging. Du, weißt du, was ich meine? Scheiße, krieg ich eine Gänsehaut. Ich muss das echt mal sagen. Also, so ein Outing, was echt Mut braucht, was Stärke braucht, ich bin ja völlig bei dir. Also, das ist wirklich eine Lebensentscheidung. Ja? Aber ich glaube, genau das brauchst du. Genau das brauchst du. Große Gefühle. Big time. Kein Mess, sage ich schon, kein Pepzin wie jeden Scheißtag, wie jede Woche, wie jedes Jahr, was an dir vorüberzieht. Nein, einfach mal auf den Tisch schauen und sagen, so Leute, so und so sieht's aus. Und ja. Ich meine, also ich bin Fan von solchen Geschichten. Will halt den anderen nicht wehtun. Bitte, Gut. bitte, bitte nochmal. Man will halt den anderen nicht wehtun und ich glaube, darauf wollte Wie, ich hinaus. wieso tust du denen weh? Wieso tust du denn damit weh? Das stimmt doch nicht. Ich Also finde, du damit. tust denen weh, indem du dich verleugnest und heimlich Pep ziehst. Ja, und machen sie sich wahrscheinlich noch Vorwürfe, dass die irgendwas falsch gemacht haben. Das ist nicht dein Problem. Ist doch so. Ja, natürlich. Und sie haben ja auch was falsch gemacht. Aber du bist so groß, das ihnen nicht vorzuwerfen. Aber wenn sie da einfach einen Leidensdruck haben und irgendwo ein Schuldgefühl, dann ist das ja auch völlig okay und berechtigt. Aber das sind halt dann deren Themen. Du hast ja erstmal mit dir genug zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja, also du musst auch wissen, ja klar, Selbstbewusstsein hast du vorhin schon erwähnt. Also darum, pass auf, also ich sehe das schon kommen, das wird hier eine mehrfache Geschichte. Wir können das ja auch gern vorbereiten hier. Also ich meine, wenn dir der Chor gut getan hat, wenn das einfach auch eine andere Perspektive von jemandem ist.
Weil man ist ja gefangen auf einem selbst, ja, man ist ja gefangen in seinen Gedanken. Oh ja. Genau, und da kann ja so ein Call von jemandem wie mit mir, der dich gar nicht kennt, aber der auch ein bisschen Ahnung übers Leben und Drogen und so hat, kann ja auch mal einen ganz anderen Blickwinkel geben auf Dinge. Muss ich ja nicht annehmen, ist ja nur ein Angebot. Das ist alles richtig, ja. Das ist Ja? reden gut, reden tut immer gut. Absolut, finde ich auch, ja, da kann man nie was falsch machen und ja, Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Und da haben wir jetzt erstmal an der Oberfläche gekratzt, das merke ich schon richtig. Ja, also man kann eigentlich zusammenfassen, Ziel für dich dieses Jahr ist eigentlich ein Rundumschlag. Ja, ganz genau. Es ist an der Zeit. Okay. Gut. Ich auch nach meinem Urlaub im August werde ich ganz annehmen. Okay. Also es gibt jetzt noch Urlaub, ich habe ja auch Urlaub, genau. Dann Urlaub mit ihm zusammen. Ja, wir fliegen auch jedes Jahr 2 Wochen weg. Also ich bin durchaus mal 2 Wochen im Jahr Ins weg. Ausland? Ja. Und dann nimmst du Pep mit. Nein, um Gottes Willen, deswegen sage ich ja gerade, 2 Wochen im Jahr bin ich auf jeden Fall davon weg. Da bist du clean. Ja. Scheiße, wie ist das dann? Na gut, da trinke ich Alkohol. Ist Ja, auch nicht okay, besser. geschenkt, aber du liegst jetzt nicht in der Ecke und pennst erstmal 3 Tage oder so. Doch, na das sowieso. Das ist okay, das ist der Entzug, weil wenn das Amphetamin raus ist, das meinte ich halt, okay. Oh, klar, Also klar. es ist eine Art Entgiftung für dich, Sozusagen, ja. die dann natürlich mit Alkohol substituierst. Ja. Ja, also gleich eine krasse Suchtverlagerung, aber klar, naja gut, ist es ja nachvollziehbar. Ja. Aha, okay, Wahnsinn. Ja, und Alkohol halte ich noch viel schlimmer. Der Alkohol macht es noch viel schlimmer. Nein, ich halte Alkohol für viel schlimmer und das hat mir Sorge bereitet. Weil man muss ja irgendwie die Wirkung von Speed dämpfen. Von daher trinke ich immer mehr Alkohol. Ah, also okay, das hatten wir noch gar nicht. Also du ziehst Speed und trinkst dazu noch Alkohol. Muss beziehen nicht so viel. Wie Meine, das sind viel oft trinkst du da so am Tag? Wie viel trinkst du da so am Tag? eine Flasche Wein. Oh, okay. Auch über den Tag verteilt? Ja, na, nachmittags an. Ach so, okay. Aber Schichtstunden. Nee. also auch so zum Runterkommen, so Arbeit vorbei, das Pep flaut ein bisschen ab und ich, oder du ziehst dann noch was, wenn du nach Hause kommst. Ich ziehe bis kurz vorm Schlafen gehen. Es wirkt also gar nicht mehr richtig. Nee. Nee, komm, überleg dir mal, erinnere dich doch mal bitte an deine erste, dein Pep. Konntest du da 2 Stunden später schlafen gehen? Nein, um Gottes Ja, Willen. eben. Also ist ja, das ist wie bei Toni, der ja auch auf dem Kanal ist, der hat sich ja auch vom Schlafengehen allein Meth gezogen. Hast du schon mal Crystal gezogen? Zweimal und ich wusste, das darf nicht wieder meine Hände geraten. Okay, weil das wäre dann dein Untergang gewesen. Okay. Also die Affinität ist da. Ja, ich meine, 3 Gramm Speed am Tag sind auch nicht besser, aber Du ziehst 3 Gramm Speed am Tag? so circa, ja. Wow, das ist auch eine Menge. Also ich meine auch eine Menge Pulver, was man wegziehen muss. Wie lang sind deine Lines? Ja, der Abstand ist sehr gering. Okay. Länger als die CD-Hülle sind sie nicht. Okay. Und dann alle 2 Stunden, jede Stunde oder wie läuft das dann? So ungefähr, ja. Wie Krass. gesagt, das geht morgens um kurz vor 5 los. Und endet dann abends um, keine Ahnung, 19, 20 Uhr. Schläft man so 2, 3, 4, maximal 4 Stunden. Also schlafen, du bist liegst halt ein bisschen rum und bist halt halb bewusst, der okay. Ganz schöner Raubbau auch am Körper. Oh ja. Und ich meine, Nicht gut fürs Herz. nee, für den Kreislauf, fürs Herz, für die Haut, ich meine, die ganze Chemie schwitzt ja auch irgendwo aus. Oder für sämtliche Gefäße. Ich meine, ach meine Liebe, das. Ja, musst du aufhören. Da musst du ran, da musst du ran. Da musst du ran und es ist noch nicht zu spät. Finde Ich ich. bin dabei. Genau. Du, findest du es erstmal okay für heute?
Auf jeden Fall. Ja, hat gereicht, jetzt erstmal, ich merke das so ein bisschen. Finde ich auch völlig legitim. Ich meine, wir haben, also für deine Verhältnisse hast du sicherlich sehr viel preisgegeben jetzt in diesen 45 Minuten. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, wir machen es so, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ich würde jetzt den Stream mal beenden, okay? Genau. Und bleibst noch kurz in der Leitung. Und ja, meine Lieben. Intensiver Stream, intensive Geschichte geht mir noch ziemlich nach und ich denke, da werden wir sicherlich noch dranbleiben, wenn die liebe Julia das möchte. Der letzte Stream vor meinem Urlaub. Ich hoffe, es klappt alles. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao. Vielen Dank.